1781 stellte Wolfgang von Kempelen seine Erfindung Kaiser Joseph und dem Großherzog Paul von Russland in Wien vor. Es war eine Schachmaschine. Die geheimnisvolle Maschine bestand aus der Figur eines Mannes, die in traditioneller türkischer Kleidung hinter einem Tisch mit einem Schachbrett saß. Im Volksmund hieß sie der Schachtürke. Die Maschine spielte mit vielen bekannten Größen der damaligen Zeit und gewann fast immer. Der Schachtürke eröffnete immer das Spiel, hob den linken Arm, bewegte die Schachfigur und legte dann den Arm wieder auf ein Kissen. Sogar Napoleon trat 1809 im Schloss Schönbrunn gegen den Schachroboter an und verlor. Schließlich spielte auch Philidor gegen die Maschine. Obgleich er gewann, erklärte er später, dass es eine seiner schwierigsten Partien überhaupt gewesen sei. Tatsächlich war im Inneren der Maschine ein kleiner Mann versteckt, ein hervorragender Schachspieler. Über ein raffiniertes System konnte er den Arm der Puppe bewegen und die Figuren ziehen. Obwohl dies viele vermuteten, darunter auch der berühmte Schriftsteller Edgar Allan Poe, war niemand in der Lage, einen Beweis dafür zu erbringen. Der Schachtürke wechselte mehrmals den Besitzer. Seine Welttour setzte er aber noch 80 Jahre fort, bevor er schließlich dem Museum von Charles Wilson Peale in Philadelphia geschenkt wurde. Im Jahr 1854 wurde das Museum durch ein Feuer zerstört und mit ihm der Schachtürke. Es wird berichtet, dass man unseren verstorbenen Freund durch die lodernden Flammen seine letzten Worte wispern hörte: Échec, échec.